Ja Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch heute gibt es nochmal eine Neuvorstellung. Diese habe ich mir nicht gekauft. Das ist eine Leihgabe von Modellbahnen Potsdam. Der Inhaber ist der Mario. Mit dem tausche ich mich ganz oft aus. Sein Geschäft ist in der Jägerstraße, direkt im Herzen von Potsdam. Und wenn ihr einmal in Potsdam unterwegs seid, dann schaut ruhig mal rein. Er hat tolle Sachen. Stelle ich euch im Anschluss auch gleich noch ein paar in Bildern vor. Und wie gesagt, Neuvorstellung von Rocco, das ganz neue Modell. Habe ich zum ersten Mal in Dresden gesehen, auf der Messe im letzten Jahr und war damals schon angetan davon, wie dieses Modell optisch gelungen ist. Ich kann es euch hier schon mal kurz zeigen. Das Modell ist nämlich optisch gealtert und wenn ihr mich fragt, tatsächlich super geworden. Also es ist ein wahrer Hingucker, macht einen total tollen Eindruck und ich würde euch diese Lok wie immer einmal komplett vorstellen. Insgesamt verfügt dieses Modell über 21 digitale Funktionen. Da hören wir uns einige direkt mal an. Einige Lichtfunktionen sind auch dabei. Dann habe ich dieses Modell intensiv einmal für euch fotografiert von allen Seiten, dass ihr tatsächlich auch alle Raffinessen seht, wie es hier lackiert ist. Dann gibt es darüber hinaus noch einen Zugkrafttest. Wie viel zieht diese Lok tatsächlich weg? Rocco typisch schon mal, es sind 6 angetriebene Achsen, nicht nur 4 wie bei manchen anderen Herstellern. Und zusätzlich gibt es 4 Haftreifen. Also da bin ich selber mal gespannt, was dieses gute Stück wegziehen kann. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer noch mal ein kleines Fahrvideo, dass ihr die Lok auch noch mal im Fahrbetrieb sehen könnt. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf meinem Kanal auch einen anderen Kanal vorzustellen, nämlich vom Frank Nagel. Wie ich meine, hat er auf seinem Kanal tatsächlich schon schöne Videos. Er ist gerade gestartet und das jüngste Video ist die Vorstellung einer E-Lok aus dem Hause Rocco mit Fahrvideo, mit detaillierter Betrachtung, auch ein Blick ins Fahrzeug selber. Es ist umgebaut worden auf LogSound 5 inklusive Powerpack und so weiter. Also wenn Interesse besteht, schaut auch da mal rein. Ich habe eine ganz kurze Sequenz. Ich glaube, hier kann man sich gegenseitig ganz gut unterstützen. Viel Spaß! Es handelt sich hier um eine Mittelweserbahn vom Typ 1116, Ausführung H0, Gleichstrom. Im Nachhinein mache ich die Lok nochmal auf und zeige dass euch, dass ein LogSound 5 Decoder verbaut wurde von ESO sowie ein Powerpack. F20 ist das Doppelhorn. So, und da haben wir das gute Stück nochmal geöffnet. Zu sehen ist ein Decoder, wie gerade angesprochen, von ESU. Ich wünsche jedem, den ich hier vielleicht eine Idee geben konnte, viel Spaß und ich habe es nicht bereut, den Kauf. Die BR132 aus dem Hause von Rocco hier zu sehen als digitales Modell mit der Modellnummer 52499 aus der Epoche 4 der Deutschen Reichsbahn. Auf den ersten Blick unschwer zu erkennen, das Modell ist per Hand gealtert und wenn ihr mich fragt, erstklassig umgesetzt. Ihr werdet es gleich noch sehen auf den Detailfotos. Das macht mich total an, das sieht total schick aus und ich hatte es im letzten Jahr auf der Messe in Dresden bereits das erste Mal sehen dürfen und war sofort hin und weg. Das Modell selber ist ausgestattet mit einer Plug 16 Schnittstelle. Insgesamt gibt es 21 digitale Funktionen, unter anderem auch Sound aus dem Hause Henning. Hier gibt es ein umfangreiches Soundpaket, da bleiben keine Wünsche offen. Darüber hinaus ist die Lok ausgestattet mit 6 angetriebenen Achsen. Das ist auch Rocco-typisch. Auf jeder Seite gibt es eine Achse, die mit Haftreifen versehen ist. Und darüber hinaus gibt es diverse Lichtfunktionen, 3 Lichtspitzensignale, 2 rote Rücklampen. Ansonsten ist die Lichtauswahl hier eher begrenzt. Nichtsdestotrotz, das Modell macht einen erstklassigen Eindruck. Überzeugt euch selbst.
Jo, zum einen die Bilder. Ich glaube, die sprechen für sich. So schön lackiert, wie dieses Modell ist, da bleiben echt keine Wünsche offen. Das macht mich total an. Ich bin ja selber mal ein bisschen hin und her gerissen. Alter ich meine Modelle oder nicht? Bisher muss ich wirklich sagen, mochte ich, wenn sie ganz frisch geputzt irgendwie auf meinen Schienen standen und dann im Fahrbetrieb waren. Aber es würde mich tatsächlich mal interessieren. Da würde ich euch bitten, schreibt es mir mal in die Kommentare. Eher Daumen hoch für so gealterte Modelle oder eher Daumen hoch für Modelle, die ganz normal lackiert sind. Das würde mich mal interessieren, wie die breite Masse tatsächlich da drauf guckt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt würde ich euch einmal die digitalen Funktionen vorstellen, die dieses Modell mitbringt. Und im Anschluss gucken wir uns nochmal den Zugtest, die Zugstärketest an. Insgesamt verfügt dieses Modell über 21 zusätzliche digitale Funktionen. Die Lok ist ausgestattet mit Henning Sound. Henning Sound spricht oder steht auch für Qualität. Und ich würde euch gerne jetzt einmal zeigen, wie verschiedene Fahrgeräusche dieser Lok klingen. Wir starten mit F1, das ist das Fahrgeräusch, Motorgeräusch einschalten. Ich setze die Lok auch einmal in Bewegung. Rocco-typisch, ein echt sanftes Anfahren. Es gefällt mir hier ausgesprochen gut. Und unter der Funktionstaste F5 habt ihr einen alternativen Motorsound. Ich schalte ihn mal ein. Unter der Funktionstaste F2 habt ihr das Horn. Je nachdem, wie lange die Funktion eingeschaltet bleibt, hört ihr das Horn. Und wir haben unter F3 noch ein weiteres Horn. Auch hier ist es so, je nachdem, wie lange dass die Funktion eingeschaltet ist, solange hört ihr es. Dann haben wir unter F4 den Schaffnerpfiff. Und unter F7 haben wir noch den Heizdiesel. Der Motorgeräusch schaltet hoch auf Stufe 3. Allerdings nur in Verbindung mit der Funktionstaste F1. Ich schalte einmal ein. Und wieder aus. Und unter der Funktionstaste F16 habt ihr eine Bahnhofsansage. Dazu mache ich einmal den Motor aus. Die Lok ist ausgestattet mit einer Plax 16 Schnittstelle. Es gibt bei diesem Modell noch diverse Lichtfunktionen, wie das Dreilicht-Spitzensignal, zwei rote Schlussleuchten, je nachdem Fahrtrichtung abwechselnd.
Und ihr könnt natürlich die wagenseitige Lichtabschaltung auch aktivieren. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Lichtfunktionen. Und die Gesamtübersicht aller Funktionen blende ich euch hier nochmal ein zum Nachlesen. Jo, 21 Funktionen sind es in der Anzahl. Ich habe euch ja nochmal die Übersicht aller mit aufgeführt, selber zum Nachlesen. Ansonsten findet ihr natürlich unter rocco.cc unter der Modellnummer 52499, das ist die digitale Version dieses Modells, alle möglichen Informationen, Betriebsanleitungen, Decodereinstellungen und so weiter zum selber nochmal nachlesen. Und jetzt lade ich euch ein, denn ich hänge einmal ein paar Gewichte an die Lok hinten ran, um zu gucken, was sie wirklich wegzieht.
Jo, das Modell hat 544 Gramm Eigengewicht, sechs angetriebene Achsen, vier Reifen davon sind Haftreifen. Insgesamt, ihr konntet es ja selber gerade sehr schön sehen, hat die Lok 110 Gramm souverän weggezogen. Bei 120 Gramm, habt ihr festgestellt, fing sie leicht an zu schleudern. Und was heißt das jetzt übersetzt? Ich habe es in meinem letzten Video mit der 132 von ESU schon mal kurz erklärt. Wenn wir einen vierachsigen Wagen hinten ranhängen, hat der etwa ein Zuggewicht von 1,9 Gramm. Wenn wir es uns jetzt leicht machen und sagen 2 Gramm, dann würde diese Lok ungefähr 50 bis 60 Wagen ganz souverän wegziehen. Und ich glaube, das reicht für jede normale Anlage, die der ein oder andere von euch zu Hause hat, sicherlich aus. Im Miniaturwunderland, da könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein, da ist einfach mehr Platz, aber ich glaube, für den normalen Modellbahner reicht dieses Modell tatsächlich aus. So, die Lok habe ich einmal aufgegleist. Hinten dran hängen zwei Modernisierungswagen der Deutschen Reichsbahn aus der Epoche 4 und ich starte einmal die Maschinen und dann geht's los. Thank you.
Ja, mein Fazit zu diesem Modell. Ich muss wirklich sagen, da hat Rocco was ganz Feines auf die Beine gestellt. Optisch macht dieses Modell tatsächlich absolut was her. Und ich glaube, auch die Digitalfunktionen reichen für den normalen Modellbahnbetrieb aus. Ja, das kann durchaus sein, dass der eine oder andere von euch sich da vielleicht noch mehr Individualität oder mehr Funktionen wünscht. Ganz im Ernst, mir persönlich würde es ausreichen. Henning Sound spricht für sich. Auch die Soundqualität, die Geräusche finde ich super gelungen. Von der Lautstärke her muss ich auch sagen, hat mich das Modell tatsächlich überzeugt. Ja, natürlich, es kann vielleicht immer ein bisschen lauter sein, aber für den normalen Fahrbetrieb auf meiner Anlage habe ich tatsächlich den CV-Wert auch noch etwas runtergestellt. Dieses Modell ist eine Leihgabe von Modellbahn Potsdam von Mario. Ich würde euch jetzt gerade noch mal ein paar Bilder seines Ladens zeigen, denn er hat auch gerade die Halberstädter von Rocco, die gerade rausgekommen sind, im Angebot und darüber hinaus noch weitere Wagen. Vielleicht findet ihr noch das eine oder andere Schätzchen, was euch interessiert. Dann blende ich euch auch gleich noch mal die Kontaktdaten ein. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, etwas Unterhaltung und vielleicht hat der eine oder andere seine Kaufentscheidung jetzt nochmal überdacht und greift jetzt zu. Wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es darüber hinaus Wünsche, Anregungen oder Kritik gibt, das natürlich auch. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß mit eurem Modellplan. Bleibt gesund und ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich ciao. Thank you.